Hallo und herzlich willkommen. Ich war kürzlich im Kino. Ich glaube, das war schon September. Wenn ihr das Video seht, ist ja schon ein paar Wochen her. Und zwar in Dune. Fantastischer Film. Und dann habe ich auch gleich nochmal Lust bekommen, dieses Spiel zu spielen. Dune 2000, ein Remake von Dune 2. Und ihr seht, ihr könnt hier entscheiden, welches Haus ihr übernehmen wollt, ob die Atreides oder die Harkonnen oder die Ordos. Die Ordos, wie gesagt, in Film und Buch sind sie, glaube ich, spielen sie keine Rolle. Wir nehmen natürlich mal die guten Atreides und ja, die wollen wir gerne spielen. Ich spiele Dune 2000 in der Grunt Mods Edition, was eine hohe Auflösung mit sich bringt. Das hier sind, glaube ich, so Haus die. Atreides hat sich strategische Positionen gesichert. Haus Ordos marschierte im Osten ein. Die Harkonnen nähern sich von Norden her. Okay, jetzt kann ich also hier aussuchen, wo möchte ich agieren. Da fangen wir hier mal an. Übungseinsatz 1. Komm, los geht's. So, da haben wir doch wunderbar unsere diversen Männchen stehen. Und hier haben wir diese Geschichten. Und wie baue ich eigentlich? Hier rechts baue ich, genau. Und ich glaube, ich muss erstmal eine Windfalle irgendwie herstellen. Also, wenn ihr euch mein Faszination-Spiele-Echtzeit-Strategie-Video angeschaut habt, da habe ich ja schon ein bisschen was von erzählt, so von der grundsätzlichen Art, wie dieses Spiel hier getickt hat. Also, ihr seht, man hat jetzt diese Windfalle erstmal hier gebaut. Konstruktion Dann bereit. konnte man die als im nächsten Schritt auch hier dann errichten, sofern hier nicht irgendwelche Leute im Weg standen, wie jetzt bei mir so der Fall. Das heißt, ich schicke die hier jetzt alle mal weg. Hä? Wie geht denn das? Ach, so geht das. Mit Linksklick, nicht mit Rechtsklick. Gut. So, jetzt können wir aber, glaube ich, hier diese Windfalle mal hinstellen. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, hier eine Raffinerie zu bauen. Und die Raffinerie ist wichtig. Scrollen geht irgendwie nicht, aber ich glaube, bei der Auflösung kriege ich auch irgendwie alles auf einen Bildschirm. Also die Auflösung ist 1920 mal 1080. Das hat das Spiel 98 im Original nicht gehabt. Dann fahren wir noch mit meinen Autos erstmal ein bisschen rum und suchen hier erstmal nach einem Spice-Vorkommen, oder? Also rein rauszoomen geht auch nicht, ne? So, dann bauen wir da mal hier diese Raffinerie. Und dann können wir nämlich auch mal anfangen, Spice zu ernten. Und Missionsziel war meines Wissens immer entsprechend viel Spice irgendwie zu ernten. Und können wir mal hier ein bisschen rumfahren. Da sehen wir hier der nächste Gegner. Den ballern wir mal runter. So, hier gibt es auch reichlich Spice zum Abernten. Hier seht ihr auch, da sind wir schon mal Ende der Karte. Ne? Also die Karten sind relativ übersichtlich. Ich weiß nicht, ob die im späteren Spielverlauf noch größer werden. Oder ob die mehr oder weniger so in der Größenordnung bleiben. Oder ob das einem einfach nur klein vorkommt. Also normalerweise hat man es, glaube ich, gespielt mit 640 mal 480. Und da war das, glaube ich, hier so ein Ausschnitt, den man gesehen hat. Oh, hier kommen, glaube ich, jetzt böse Gegner, oder? Sind es eigene Einheiten? Es sind eigene Einheiten, die da kommen. Umso besser. So, jetzt können wir doch hier mal einen. Kommt, lauft weg. So ein Ding hinstellen. Also diese Platten, ich glaube, die musste ich bauen, wenn ich irgendwie auf Sand bauen musste. Dann waren diese Platten wichtig, weil sonst versank das alles so ein bisschen im Sande. Beziehungsweise, nee, die gehen mit der Zeit kaputt. Genau das war's. Die gehen mit der Zeit kaputt. Ihr seht hier oben diese
diesen Lebensbalken sozusagen und der nimmt ab. Ich hätte also hier diese Betonplatten bauen müssen, damit das auch hier entsprechend nicht beschädigt wird. Wenn die Gebäude nicht auf einer Betonplatte stehen, nehmen die mit der Zeit Schaden, aber mal gucken, ob es trotzdem irgendwie ausreichend ist. Für den Herzog. So, wir ernten hier Spice wie die Weltmeister. Ich will gerade mal schauen, ob wir auch das Spieltempo erhöhen können. Das können wir. Dann geht es hier ein bisschen zackiger voran. So, hier wird Spice geerntet. Oder nee, die nehmen nicht mit der Zeit Schaden. Die haben nur die halbe Lebenskraft. Das war die Geschichte. Das heißt, es ist halt besser, das auf Betonplatten zu bauen, damit die mehr einstecken können, die Gebäude. Sonst sind die halt relativ schnell kaputt. Und hier sieht man die Wurmzeichen, ne? Falls ihr jetzt den Film gesehen habt, Dune, den neuen, und wundert euch, was sind das hier für komische Wurmzeichen, diese Blitze, das ist aus dem David Lynch-Film von 1984. Dann waren das so die Wurmzeichen. Da gab es da irgendwie so elektrostatische Entladungen, die eben anzeigten, dass da ein Wurm unterwegs war. Also hier muss ich mal ein Silo bauen noch, damit ich mehr Spice unterbekomme. Mal gucken, sehe ich irgendwo meine Missionsziele eigentlich hier? Auftrag. Bauen Sie im imperialen Becken Spice ab. Bauen Sie Spice im Wert von 2500 Solaris ab. 2500 Solaris. Wir haben 2000. Wo ist mein... Ach, das ist mein. Hey, cool. Das war's schon. Erste Mission erledigt. Juhu. So, weiter geht's. Atreides eroberte weitere Gebiete und warf die Ordos hinaus. Die Ordos marschieren auf die Harkonnen zu. Haus Harkonnen weitete seinen Machtbereich aus. So, hier sieht man auch, entwickelt sich langsam was. So, zack, nächste Mission. Los geht's. Einsatzziel, zerstören Sie alle Harkonnen-Truppen. Es folgt eine Beschreibung der neuen Einheiten und Gebäude, die Ihnen zur Verfügung stehen. So, leichte Infanterie, brauche ich eine Kaserne. Leichte Waffenfabrik für so einen Trike. Und eine Windfalle, was ist das denn hier? Ach, das ist die Kaserne, okay. Da brauche ich eine Windfalle für. Leichte Waffenfabrik, Außenposten. Jo, los geht's. So, da sind wir dann wieder. Dann, zack. So, das Spieltempo ist immer noch schnell. Was bei diesen Betonplatten schon auch immer so ein bisschen schnarchig war. Also ihr seht, ich kann hier immer nur eine Platte nach der nächsten bauen. Ne? Und dann muss ich hier wieder die nächste errichten. Das ist stellenweise auch ein bisschen dann nervig. Heutzutage bei den Spielen kann man ja in der Regel solche Dinge auch einfach stapeln. Grundsätzlich fand ich die Idee mit diesen Betonplatten schon irgendwie auch ganz cool, dass man sagen musste, man muss auch ein gutes Fundament für die eigenen Gebäude haben, damit die nicht einfach kaputt gehen. Ne? So, hier haben wir eine Kaserne. Ich baue aber erstmal eine Raffinerie. Schließlich brauchen wir ja auch Kohle, um die Harkonnen irgendwie platt zu machen. Ne? Wir können ja hier schon mal ein bisschen uns umgucken. Und ich glaube, auf Sand konnte ich gar nicht bauen oder so. Oh hier, da geht's los. Da kommen die fiesen Harkonnen. Ah, jetzt schickt das nicht, wie doof. Naja, da muss ich's doch... Bauen wir's halt hier hin. So, dann bauen wir eine Kaserne. Oh, hier Wurmzeichen. Uiuiuiuiuiui. Konstruktion bereit. Ihre Befehle, Sir? Jawohl, Sir. So, da haben wir eine Kaserne jetzt errichtet. Und jetzt bauen wir erstmal wieder eine Platte und mal ein paar... Also hier, die Einheiten kann ich auch nicht stapeln. Die muss ich wirklich alle nach und nach anklicken.
So, noch eine Betonplatte. Konstruktion bereit. Und jetzt bauen wir noch eine leichte Waffenfabrik. Vielleicht hier nochmal Einheiten. Einheit bereit. Ja, Sir. Bestätigt. Ende. Konstruktion bereit. Oh, das ist auch größer. Ah, das Blöde ist, wenn ich das jetzt hier quasi verpennt habe, ne? Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich mach doch nochmal jetzt hier Beton, ne? Ich muss es dann wirklich platzieren, sonst habe ich Pech gehabt. So, da seht ihr jetzt, das hat jetzt nicht so ganz die Stärke wie ein Gebäude, was komplett auf den Betonplatten stehen würde. Was macht denn der Außenposten eigentlich? So, jetzt bauen wir hier noch... Ah, geht ja nicht. So, dann laufen wir mal hier durch die Gegend und gucken mal, wo die Harkonnen hier sich so rumtreiben, ne? Da ist ein Harkonnen. Bestätigt Ende. Konstruktion bereit. Bestätigt Ende. Für den Herzog. Einheit bereit. So, Außenposten. Was mag denn wohl ein Außenposten machen? Ich weiß es nicht. Oh, hier, da geht's aber jetzt böse ab. Ja, ich weiß es. Wurmangriff. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Verstärkungen sind eingetroffen. Zu wenig Energie. Was? Zu wenig Energie? Oh, da brauche ich noch eine Windfalle. Einheit bereit. Ja, Sir. So, die schicken wir mal hier runter. Die sollen da unten mal nach ein bisschen Harkonnen suchen. Konstruktion bereit. So, grundsätzlich finde ich diese Bedienung hier auch nicht schlecht, dass man alle so Bauelemente hier an so einer rechten Leiste hat und kann hier seine Truppen steuern, ja. Oh, das ist aber jetzt auch mal eine große Karte, ne? Das ist jetzt schon irgendwie ganz ordentlich hier. Ja, und ihr macht nichts oder was? Ihr guckt einfach nur. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, greift er da auch an? Kann ja wohl nicht wahr sein. Die gucken da einfach nur zu. Wieso denn zu wenig Energie? Ich denke, die Windfallen machen Energie. Ja, das sind ja schon ganz ordentliche Karten, oder? Ja. Ja. Dann war so die erste Karte offensichtlich nur so fürs Warm-up gewesen, sozusagen. Konstruktion bereit. Aber so Kontrolle über meinen Energiehaushalt habe ich jetzt auch nicht wirklich, ne? Für den Herzog. Bestätigt Ende. Jawohl, Sir. Für den Herzog. Einheit bereit. Wird gebaut. Wird ausgebildet. Ihre Befehle, Sir. Bestätigt Ende. Einheit bereit. Einheit verloren. Einheit bereit. Einheit verloren. Wird ausgebildet. Einheit bereit. Wo schießen die denn hin? Da ist doch gar nichts. Hä? Ach, die haben doch den Wurm geschossen. Da muss man halt auch mal aufpassen, dass man nicht vom Wurm verschluckt wird, ne? Oh, hier unten ist ein Nest von denen. Da fahren wir noch direkt mal hin. Wird ausgebildet.
Einheit bereit. Wird ausgebildet. Wird gebaut. Einheit bereit. Wird ausgebildet. Einheit bereit. Wird ausgebildet. Wurmzeichen. Einheit bereit. Wird ausgebildet. Einheit bereit. Ja, das ist doch die Hakon-Basis, so wie das aussieht, ne? Das wimmelt aber hier. Irgendwie kann man es auch reparieren, oder was? Ja, die sind jetzt hier mal ganz gut irgendwie beschäftigt. Da kann ich noch mehr Einheiten hinschicken. Jawohl, haben wir es geschafft. Die Atreides konsolidierten ihre Grenzen. Okay, jetzt können wir hier irgendwie die Ordos mal angreifen, oder? So, was gibt's jetzt hier Neues? Wüstentruppen. Aha. Panzerbrechende Raketen. Quad. Eine Mauer kann ich bauen. Und das war's. Gut. Ja, Sir. Jawohl, Sir. Wird gebaut. Konstruktion bereit. Für den Herzog. Wird gebaut. Bestätigt. Ende. Konstruktion bereit. Bestätigt. Ende. Für den Herzog. Ah, obwohl, brauche ich wirklich hier diese Platten? Eigentlich brauche ich die doch gar nicht. Oh, hier, da sind doch die Orders. Ich sehe sie doch. Konstruktion bereit. Für den Herzog. Neue Bauoption. Ach, hier ist übrigens reparieren. Da könnte ich dann Dinge reparieren mit. Hier kann ich Sachen verkaufen. Was ist hier das hier? Bewachen, zurückziehen. Okay. Also dann bauen wir doch jetzt mal eine Kaserne. Ja, Sir. Bereit, Commander. Bestätigt, Ende. Konstruktion bereit. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Für den Herzog. Bestätigt, Ende. Neue Bauoption. Wo ist denn jetzt hier? Vielleicht soll ich mal eine Raffinerie bauen, ne? Das wäre vielleicht auch nicht doof. Da oben kommt doch ein gegnerisches Auto angefahren, wenn ich das richtig sehe. Können die eigentlich auf den Bergen runterschießen? Das wäre ja praktisch. Ja, können die. Tatsächlich. So, wie kann ich denn jetzt die Kaserne verbessern? Konstruktion bereit. Ihre Befehle, Sir? Für den Herzog. Jawohl, Sir. Aber jetzt brauche ich erstmal eine leichte Waffenfabrik. Wird ausgebildet. Einheit bereit. Konstruktion bereit. Ach, hier, Upgrade ist irgendwas. Neue Bauoption. Ah, mit Upgrade kann ich das machen. Schau an, schau an. Da kann ich meine Kaserne upgraden. Neue Bauoption. Und die leichte Waffenfabrik, kann ich die auch upgraden, oder was? Ach, hier ist ein Wurm. Den ich hier gerade beschieße. Stell mal weg hier, bevor der Wurm kommt. Zurück. So, jetzt kann ich hier nämlich auch Quads bauen.
Und ich kann Wüstentruppen bauen. Oh, verflixt. Habt ihr das gesehen? Eieieiei, der hat hier aber ganz böse jetzt mal meine Truppen irgendwie platt gemacht hier. Meine Raffinerie ist weg, stelle ich hier gerade mit Erschrecken fest. Ah, verflixt. Verflixt. Ja, Mist. Jetzt habe ich hier überhaupt keine Raffinerie. Wie kriege ich denn jetzt Geld? Kriege ich Geld? Für den Herzog. Ja, okay, nichts geht mehr. Ich kann nämlich keine Raffinerie mehr bauen. Das ist ja doof, ne? Einsatz abbrechen. Ja, wahrscheinlich, ne? Einsatz abbrechen. Neustart. Ja, ich will mal neu starten hier. So, also, nochmal von vorne. Hier ein bisschen erforschen. Wir brauchen mal hier eine Windfalle. Da ist schon der erste Ordos, den wir irgendwie mal platt machen müssen. Moment. So, Windfalle, zack. Dann brauchen wir eine Raffinerie. Und die bauen wir aber ganz da hinten hin, wenn das irgendwie geht. Oder muss die irgendwie zusammenhängend sein? Das weiß ich jetzt nicht. Ah, zu weit weg darf die nicht sein. Gut, dann stellen wir die mal dahin. Und wir bauen eine Kaserne. Konstruktion bereit. Neue Bauoption. Und wir bauen eine leichte Waffenfabrik. Was der Außenposten macht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. So, dann machen wir direkt mal hier ein Upgrade. Konstruktion bereit. Neue Bauoption. Wird ausgebaut. Eine Mauer. Wo kann ich die denn jetzt wohl hinbauen, die Mauer? Ach, das ist hier so ein Mauerstückchen oder was? Boah, das ist ja... Okay. Wird gebaut. Wird ausgebildet. Ich habe vergessen, was der Außenposten macht. Ich baue mal einen, ne? Schade, der gewiss nicht. Wird ausgebildet. Was ist denn überhaupt mein Auftrag hier? Übungseinsatz 2. Ach, das ist noch ein Übungseinsatz. Ist das deprimierend? Speise im Wert von 5000, okay. Das heißt, wir könnten uns theoretisch auch in unserer Basis einigeln. Für den Herzog. Wenn der Wurm die jetzt frisst, wäre es ganz schön doof für mich. So, was macht denn hier ein Außenposten nochmal? Bereit, Commander. Für den Herzog. So, dann muss ich aber doch hier sowas gewiss bauen. Damit ich auch ein bisschen Spice einlagern kann, ne? Konstruktion bereit. Einheit bereit.
Bereit, Commander. Für den Herzog. Einheit bereit. Ja, Sir. Jawohl, Sir. Uiuiuiui. 700 Spice habe ich ja schon. Eieiei. Ja, Spieltempo ist aber schon auf Anschlag. Ja, wahrscheinlich müssen wir jetzt einfach auch mal so ein bisschen aufhören, hier ständig irgendwelche wilden Dinge zu bauen, ne? Ich könnte natürlich noch eine Raffinerie bauen, dann geht's ja schneller. Kann ich nicht, weil ich habe nicht genug. Ich habe nicht genug Spice. So, hier kommt Verstärkung, das ist schön. Tausend, ne? Ist ein Wort. Was dieser Außenposten macht, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Brauche ich den für irgendwas? Man weiß es nicht, ne? Ja, lass den armen Wurm doch in Ruhe, der macht doch gar nichts. Der läuft da doch nur rum. Entspannt euch mal. Zu wenig Energie. Warum denn zu wenig Energie? Wird gebaut. Jetzt muss ich echt irgendwie eine Windfalle noch bauen, damit ich mehr Energie bekomme. Konstruktion bereit. So, die Hälfte haben wir jetzt schon, ne? Immer noch. Wo sehe ich denn das überhaupt? Wie viel Energie ich habe oder auch nicht? Ach, hier. Energie, 73%. Ah, okay. An diesem Balken sehe ich das. Konstruktion bereit. Zu wenig Energie. Ja, alles gut. 91%. Brauche ich noch eine Windfalle? Wird gebaut. Wird ausgebildet. Noch mal ein bisschen Infanterie bauen. So, jetzt bin ich im grünen Bereich. Ach, hier seht ihr den Energiebalken, ne? Und das ist das, was ich aktuell brauche. So, jetzt habe ich ein bisschen Energieüberschuss. Wird ausgebildet. Einheit bereit. Sie brauchen Silos. Einheit bereit. Wir brauchen Silos, dann bekommt ihr Silos. So, der arme Kerl muss jetzt ein bisschen Spice suchen. Das ist nämlich irgendwie ganz schön alle hier. Ja, da ist noch welches. Ah, der Wurm macht Einheiten kaputt. Tausend. Bereit, Commander. Für den Herzog.
Kann ich meine Truppen vielleicht auch irgendwo hinstellen, wo die nicht von Würmern gefressen werden? Nicht so wirklich, ne? Muss wahrscheinlich immer aufpassen, weil wenn ein Wurm kommt, muss ich halt schnell wegmarschieren. Weg 4200! Aber so, ich meine, dafür, dass es von 1998 ist, sieht es doch eigentlich immer noch ganz putzig aus. Es ist halt schon so ein bisschen so von der Optik her von dem 1984er Film. Ne? Also man sieht das hier so an diesen Gebäuden, das sieht schon so nach David Lynch Film aus. Was jetzt nicht schlimm ist. Ne? Aber der neue ist echt gut, also wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schaut ihn euch an, der ist super. So, gleich haben wir es doch geschafft hier. Das sollte doch jetzt kein Problem sein mehr. So eine Mission dauert ungefähr so 10 Minuten, ne? Sie brauchen Silos. Einsatz abgeschlossen. Jawohl. Sehr schön. Androides drangen nach Osten vor. So, jetzt ist diese Karte hier schon ganz schön zugeklatscht. So, was müssen wir? Beschützen Sie den Siege der Fremen. Vernichten Sie die Harkonnen. Viel Glück. Okay, wir haben ein MBF. Okay, verbesserte schwere Waffenfabrik und Werkstatt. Bewaffnung keine. Ach, hier kann ich eine Basis bauen. Ah ja, geeigneten felsigen Ort wird es dann zu einem Bauhof erweitert. Okay. Ein Pionier. Ah, der kann ein gegnerisches Gebäude erobern. Das ist doch cool. Ein Kampfpanzer. Okay, und eine schwere Waffenfabrik. Und eine Werkstatt. Jo, kann ich immer mehr bauen. Kann ich immer mehr bauen. Ist doch schon mal eine coole Geschichte. So, aber es geht mal erst wieder los mit Windfall, ne? Hat er nicht erzählt, Fremenbasis entdeckt? Doch, hat er. Dann fahren wir da doch erstmal hin. So, natürlich eine Raffinerie erstmal bauen. Was ist das denn hier? Ach du, hier bin ich aber jetzt voll in einem... in Wespennest gewesen. Da sind ja auch die Harkonnen mittendrin, wenn ich das richtig sehe. Ob das jetzt hier so eine mega gute Idee war, einfach da mal rein zu marschieren, weiß ich jetzt auch nicht. Möglicherweise wäre ein bisschen Taktik besser gewesen, ja. Ja, das war ja fast so ein bisschen zu befürchten. Das wäre ja auch zu einfach gewesen, ne? Einfach darüber zu laufen, so den Fremen Hallo sagen und alles ist gut. Das wäre ja auch nichts gewesen. So, schwere Waffenfabrik. Ich hoffe, die Harkonnen kommen jetzt nicht auf die Idee, einfach mal eben rüber zu laufen, mich platt zu machen. Wo ich völlig waffenlos darum stehe. Verstärkungen sind eingetroffen. Ach, da oben gibt's so ein bisschen Gnadenbrot für mich nochmal. Okay. Konstruktion bereit. So, eine Waffenfabrik. Eine schwere. Zack. Und jetzt brauche ich natürlich Energie, sonst doof. Hier habe ich einen Kampfpanzer und da habe ich einen Sammler. Oh, ich könnte einen zusätzlichen Sammler bauen. Sehr schön. So, noch eine Windfalle und ich brauche wahrscheinlich noch eine Windfalle. Ist das hier eigentlich ein Kampfpanzer? Ja, das ist ein Kampfpanzer. Konstruktion bereit. Es gibt auch ein Upgrade. Ein Upgrade für die schwere Waffenfabrik. Das machen wir doch mal.
Und wir bauen eine Leichterwaffenfabrik. Wo wird denn hier geschossen? Weiß man nicht. Konstruktion bereit. Neue Bauoptionen. Verstärkungen sind eingetroffen. Ah, jetzt brauche ich aber auch schon wieder eine Windfalle, ne? Was kommt da angeflogen? Oh, hier, was ist da denn? Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Da sind Harkonnen abgesetzt worden. Ja, jetzt aber mal hier los. Die machen mir doch gerade meine Raffinerie kaputt. Schießt sie platt? Macht sie platt? Macht sie platt? Los, macht sie platt! Ja. So, das hätte ich gern repariert. Wird das jetzt repariert? Ja, wird repariert. Gut. So, dann machen wir die leichte Waffenfabrik noch ein Upgrade. Eine Windfalle bauen. Eine Windfalle bauen. Neue Bauoptionen. Neue Bauoption, eine Werkstatt. Machen wir auch, ne? Und wir bauen. Wollen wir mal einen Sammler bauen? Bauen wir mal einen Sammler. Kann man ja nie genug haben. So, direkt mal eine Windfalle bauen, damit wir auch irgendwie eine Kaserne hinkriegen. Wobei der Platz jetzt schon ein bisschen klein wird, ne? Harkonnen-Einheiten, oh je. So, jetzt muss ich irgendwie den Fremen, glaube ich, mal ein bisschen helfen. Na, die haben hier so einen Befestigungsturm. Und da verliere ich wahrscheinlich jetzt alle meine Einheiten irgendwie. Ja, so sieht's aus. Ich verliere tatsächlich alle meine Einheiten. Was ist das denn? MBF? Okay. Oh, das war's. Okay, ich denke mal, die Harkonnen haben mich. Jo, die Harkonnen haben mich. Ach, ja, je. Jo, haben sie gewonnen, ne? Würde ich mal sagen. Locker flockig. Man muss das auch bis zum Ende, muss man sich das angucken. Ne? Da kommt nicht mittendrin irgendwie sowas wie, ja, hast halt verloren. Ne? Man muss wirklich bis zum Ende, muss man sich das angucken. Gut, aber dann war's das, ne? So, Einsatz abbrechen, würde ich mal sagen. Abbruch. Ja. Nicht ganz eine Stunde, aber schickt mir jetzt eigentlich auch, um einen Eindruck zu haben, muss ich sagen. Doom 2000 macht mir auch heute noch Spaß. Ist mit modernen Echtzeitstrategiespielen jetzt nicht unbedingt mehr so auf eine Stufe zu stellen, aber es hat halt schon noch immer unheimlich viel Charme, finde ich. Und die Missionen, die sind, finde ich, auch recht kompakt. Kann man gut mal ein Spielchen machen. Es fehlen halt so ein paar Komfortfunktionen natürlich nach heutigem Maßstab, also so wie Einheiten stapeln und sowas oder Bauaufträge stapeln. Das ist halt ein bisschen zäh, wirkt das alles so ein bisschen. Aber ansonsten hat es mir Spaß gemacht. Also deswegen gibt es 4 Nostalgiepunkte. Schaut es euch mal an. Ist ein feines Spielchen. Ansonsten macht Dinge, die euch Freude bereiten. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.